Das SaaS Festival ist vorbei. Ja, schönen guten Abend erstmal. Ja, ja, schönen guten Abend. Zum Feierabend-Podcast natürlich mit den wunderschönen Menschen hier links und rechts neben mir. Phil und George am Start und natürlich mit mir, mit Julian. Genau. Das bin ich, das kann ich. Ich sein kann ich ziemlich gut. Genau. Und ich würde sagen, thematisch Feierabendbierchen jetzt erstmal aufmachen. Genau. So muss das, ja. Jawohl. Oh, das war gut. Sitzen wir wieder hier. Schön. Freut mich. Altbekannte Runde. Ja, die altbewährt. Woche ausklingen lassen, ne? Ja. Prost, also. Es war wirklich viel los gewesen die Woche. Es war wirklich eine volle Woche wieder. Prost erstmal. Na gut. Ja, zum Wohl, fahren Prost. Zum Wohl, haben wir es geschafft. Ja, wir haben uns wieder versammelt und sind sehr dankbar für die letzten Reaktionen. Waren ja eigentlich nur durchwegs positive Reaktionen. Und manche wollten ein bisschen mehr Struktur. Manche sagen zu uns, macht einfach so weiter. Es passt genauso, diese verwirrte Sache hier. Perfekte, also. Und wie machen wir weiter? Bitte? Wie machen wir weiter? So wie bisher. Okay. Den Leuten nicht ins Wort fallen. Das haben wir festgelegt, wirklich. Das war ja, letztes Mal, haben wir es ganz deutlich klar gesagt. Wir haben ein bisschen was erlebt die Woche. Genau. Gestern zum Beispiel. Du lebst noch? Ich lebe noch. Ich habe die Woche überlebt und viel erlebt in dieser Woche. Das ist gut. Und gestern war dein CS-Festival. Hatten wir ja letzte Woche auch drüber gesprochen. Richtig, ja. Und ich hatte dann nach deinem Festival, nach dem Abend, die Ehre, die Band. Also eine der Band. Ich habe die ganze Band abgeschleppt sozusagen. Oh, du warst quasi der Band-Groupie. Genau, schlechthin. Oder die Band war ein Groupie von mir. Das kann auch sein. Er hat eher so gewirkt halt. Zumindest von meinem Wohnzimmer, weil die Jungs aus Mannheim haben bei mir gepennt. Das war ziemlich cool, weil wir dann nach dem Festival noch hier bei mir im Zimmer gesessen waren und noch ein Bierchen getrunken haben. Und ja, dann sind sie nachts noch durch die Wohnung gegeistert und haben meine Mitbewohnerin aufgeweckt. Und was mal so macht das guter Gast, ne? Kurz mal so wirklich nachts ein bisschen verschlafen, aufgestanden und aufs Klo gehen wollen, aber dann im Zimmer von der Mitbewohnerin, naja. Oh, kann passieren. Ist passiert. Upsi. Dann hat sich bestimmt gefreut. Ich weiß, ich glaube nicht, dass es sich gefreut hat. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Ja. Lassen Sie mich Künstler, ich bin durch. Ja, was sagst du? Selbst dein Feedback? Das SaaS Festival war eine coole Veranstaltung. Leider ein bisschen wenig los, muss ich ehrlich eingestehen. Das stimmt, aber gestern war allgemein sehr wenig los in der Stadt. Ja, es war gestern komischerweise echt sehr wenig. Es war kalt gewesen. Es ist kalt, ja. Es ist kalt, ja. Die Folge hat man schon gehabt mit dem Kalt. Genau, aber der Phil sagt schon, ja, von daher war es ein bisschen enttäuschend. Wir haben sehr viel Promo reingeschoben und viel Promo gemacht auch und habe mich ein bisschen gewundert. Aber es war trotzdem ein gutes Festival. Die Leute, die da waren, hatten ihren Spaß und es waren echt sehr, sehr gute Band. Wie gesagt, Steffen Kraft Band aus Bayreuth zu empfehlen. Eis aus Mannheim kann man nur empfehlen. Also das sind wirklich gute, aufstrebende Bands, die Bock haben, gute Musik zu machen und machen auch gute Musik. Wow. Und haben gut Stimmung gemacht. Also vor allem hier und Eis war richtig toll. Steffen Kraft Band habe ich leider verpasst. Aber Steffen Kraft, mit dem immer zu reden, ist dann trotzdem immer ein Erlebnis. Immer das stimmt. Ein cooler Guy. Er ist schon ein Virtuose unter den Pianisten, ja, und auch hier Waste. Ein Virtuose am Wort, sozusagen. Genau. Ein Wortvirtuose. Und er hat mir gestern verraten, Waste gibt es weiterhin, gell? Ach ja, Waste gibt es weiterhin. Das dachte ich auch nicht, ich dachte, die werden schon weg. Mhm. Vom Gefühl her, aber die machen alle ihr Ding, glaube ich. Ne? Hat gemeint, er wird in letzter Zeit so oft gefragt und jetzt sagt er einfach mal, nö, wir werden schon noch weitermachen. Also sehr schön, eine oberfränkische, geile Band bleibt erhalten. Das Wichtige. Was war dein Resümee, Phil, von gestern Abend? Wie war das Resümee für dich? Wie gesagt, also die Bands waren richtig toll, das war ein bisschen wenig los, aber immer wieder ein Genuss. Kein Lachen, war nur kein Einspieler, war echter Lacher. Alles gut. Ja, der Phil ist nämlich die ganze Zeit im Backstage rumgehangen und hat da Obst und Brötchen genascht. Genau, aber die waren gut, oder? Ich habe die Brötchen in die Hand geschmiert, mal so. Die Brötchen waren sehr gut, ja. Ich habe 3 Stück gegessen. Ey, ich hol nachher noch die Wurst, da liegt im Soundenarzt noch. Ja, ja. George hat dann ja auch heute früh geschrieben, hey, Juli, es hat alles geklappt und so weiter. Und ich erstmal, nee, keiner da, wo sind sie hin? Und er so, was? Und dann habe ich ein Bild geschickt, waren sie alle im Wohnzimmer. Das war lustig, ja, weil freundlicherweise, der Julian hat die Band da pennen lassen. Nochmal vielen Dank dafür. War super Deal auf jeden Fall. Und die Jungs haben dann, ich dachte, die werden nicht gepeilt irgendwie oder irgendwie verrafft, irgendwie mitzugehen, aber hat alles super geklappt. Mhm. Die haben mich dann auch gleich nach Mannheim eingeladen. Okay, cool. Auf einen Döner. Das finde ich nett, ey. Das ist cool. Das ist mal. Das kann man machen, ja. Ja, ich fahre für einen Döner nach Mannheim also. Fährst mit unserem ehemaligen Schlagzeuger, mit Julian, fährst mal nach Mannheim und dann kriegst du einen Döner. Ich dachte, der wäre in Hamburg. Der war in Hamburg, nur kurz davor. Ah, okay. Der war, glaube ich, schon überall mittlerweile. Für seine 22 Jahre echt überall gewesen schon. Wird auch mal irgendwann ein Gast hier in der Sendung sein, habe ich gehört. Wirklich? Der hat ja auch, glaube ich, jetzt gemacht hier. George kündigt immer ganz viele Sachen an. Apropos, George kündigt Sachen an. Wie steht's eigentlich mit dem Sponsoring? Ja, die letzte Woche war echt viel los. Nee, aber das kommt auf jeden Fall noch. Alles gut. Okay. Das wird alles. Und wie sieht's mit Bands aus?
Bands kommt auch noch. Also ich meine, eilt ja auch nicht. Wir haben ja genug Sachen, über die wir reden können. Natürlich. Weil du es gerade gesagt hast, weil der Julian so viel unterwegs ist, seid ihr auch selbst super viel unterwegs? Weil wenn ich jetzt da, wo du es gesagt hast, drüber nachdenke, glaube ich, bin ich noch überhaupt nicht so irgendwie viel unterwegs gewesen. Also ich bin jetzt auch nicht so der sagte, boah, da war ich schon, da war ich schon, da war ich schon. Also so städtetechnisch habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so viel gesehen. Deutschlandweit jetzt, oder? Ja, okay. Deutschlandweit und natürlich dann auch von der Welt auch. Also irgendwie bin das sehr heimatverbunden. Okay. Kein fauler Sack, der den ganzen Tag daheim im Bett liegt und Serien guckt, aber... Aber gern daheim. Aber halt gerne in Bamberg und hier unterwegs, ne? Es gibt ja auch hier genug zu tun. Das stimmt, ja. Phil, was bist du? Na, ich war mal ein Jahr lang in Bayreuth. Hab ich schon mal erzählt. Da, ah ja. Hast du da auch Waze kennengelernt in der Zeit? Nee, habe ich nicht. Das war nur nicht. Ausbildungstechnisch, oder? Ausbildungstechnisch, genau. Da habe ich andere tolle Bands kennengelernt. Und in Hof habe ich eine Zeit lang gearbeitet. Und Hof und Bayreuth haben jetzt beide nichts so zugesagt. Und also weiter als Oberfranken bin ich noch nicht hinausgekommen. Was war das Weiteste mit der Band, wo du gespielt hast? Das Weiteste weg von Bamberg? Hier scheit, ich weiß es nicht. Landkreis Bamberg, ne? Aber es gibt so einen Insider-Witz, von Jonas von Bamberg. Da gibt es einen lustigen Witz halt, der hat irgendwie mal gesagt, ja, er kriegt schon Heimweh, wenn er in Strullendorf ist. Wo ich sag, wenn man Heimweh schon in Strullendorf bekommt, dann ist es aber echt, also, okay, in Nürnberg bekomme ich auch mal Heimweh, wenn ich ne, längere Zeit weg bin, aber dann möchte ich auch wieder heim irgendwann, also, ist echt krass so, oder ich war letztens in Garmisch-Partenkirchen gewesen, in der Nähe, da habe ich auch Heimweh bekommen kurz, da ich gesagt, jetzt muss ich doch wieder heim nach Bamberg. Oh, das ist aber schon ein bisschen süß, Heimweh. War schon ein bisschen traurig fast, aber alles gut, ich habe es überlebt. Es klingt auch nach einem tollen Titel für die Folge, Heimweh. Heimweh, genau, das ist, klingt gut, ja. Shoutout Heimweh. Das kommt übrigens auch auf deinen Charakterbogen. Angst hat vor Heimweh. Kälte und Heimweh. Das sind meine Schwächen. Deine Schwächen. Und Stärken. Also Heimweh ist auch eine Stärke, würde ich sagen halt, ne? Ja. George benutzt Heimweh, ist es sehr effektiv. Es fängt schon wieder an. Was ich denn? Ich habe gerade die Reaktion mir eingespielt, ich soll mich zurückhalten in der Sendung. Aber ich werde auf jeden Fall meine Munition noch verschießen. Okay, alles klar. Und nur ganz friedlich gemeint, ne? Im Sinne des Weltfriedens und so weiter. Schön. Als alter Gutmensch nur für den Weltfrieden. Apropos hier, also George haben wir noch gar nicht vorgestellt, glaube ich. Was haben wir nicht vorgestellt? Wo er dann so unterwegs war? Ach, wo ich nicht schon war hier? Wer ist? Doch, haben wir Vorstellungen durch. Ich habe gesagt, hallo, hier, schönen Feierabend. Und ach so, ja, links und rechts. Oh Gott. Start ist. Alles gut. Mein Hirn funktioniert noch nicht so richtig. Gestern war dann doch ein bisschen heftiger. Und ich merke schon, irgendwas ist gerade irgendwie nach. Kennst du den Spruch? Früher haben wir drei Tage gefeiert und uns einen Tag ausgeruht. Ja. Und heute ist genau umgekehrt. Ich glaube, in dieses Alter komme ich immer mehr. Oh. Ja, du wirst ja dieser 30, Phil, ne? Gibt's da eine, oh Gott, eine gewisse Zahl. Das wird gepiepst. Wird es eher eine Trauerfeier oder wird es eher was Lustiges? Ich habe letztes Jahr meinen Geburtstag nicht gefeiert, von daher feiere ich meinen 29. Und ich habe auch gehört, ab dem 25. wird einfach nur noch plus 1 gezählt. Ach so. Das heißt, ich bin gerade plus 4 und werde plus 5. Du bist ja gut dabei auf jeden Fall, ne? Sagt der richtige Mann hier. Ja, ich bin ja der Älteste halt hier. Aber ich stehe dazu auch. Ich bin ja auch so ein Typ, der so sagt, ganz ehrlich, ich bin halt einfach fast schon 35. Das ist okay so. Ich stehe dazu. Wir werden ja auch immer besser mit dem Alter, ne? Natürlich. Du weißt mehr, du hast mehr Erfahrung. Dich haut nicht mehr alles so ganz um irgendwie, wenn du immer Nachricht bekommst, irgendwie du weißt, mit Dingen umzugehen halt. Das ist schon eine Erfahrung, die man braucht halt. Aber ich finde es immer cool halt, wie gesagt, auch mit jüngeren Leuten immer in Kontakt zu sein, weil die einfach sehr viel coole Ansätze haben und kreativ sind und neue Ideen reinbringen und das Alte einfach auch ein bisschen kaputt machen. Das finde ich gut. Aber du musst das Alte auch mal kaputt machen, dass was Neues entsteht. Ja, das willst du ein Haus abreißen, dann kommt ein neues Haus, ne? Ey, das ist schon wieder, George, weißt du, das ist echt die Erfahrung. Manchmal muss man alte Sachen einreißen, um was Neues entstehen zu lassen. Ey, was sollten wir dir so einen Sprühekalender machen? Ja. Unser erstes Merchandise-Ding wird so ein Sprühekalender von George einfach. Mit schönen Sprüchen. Bester von George. Hat dir gefallen, war schön, oder? War schön, ja. Der war schön. Wenn du einen Franken hast, hast du einen Freund fürs Leben. Genau. Der war auch gut, der Spruch. Der war auch gut, ja. Das kann man schon lassen, so, ne? Also Sprühekalender machen wir auf jeden Fall. Wenn noch mehr Zuschreibungen kommen, mehr Zusagen, dann werden wir auf jeden Fall einen Kalender machen. Mit unseren Gesichtern drauf. Genau. Über den FT vielleicht dann. Oh, wenn du den als Sponsor irgendwie... Ja. Vielleicht. Wobei, ich glaube, die haben gerade andere Sorgen, glaube ich, gerade. So, die müssen gerade alles ein bisschen umstellen. Weil keiner mehr Zeitung liest, so wirklich. Ne? Dieses bewusst Zeitung lesen, oder weniger zumindest, glaube ich, dass da auch nicht mehr so einfach ist. Ne? Denkst du? Ja. Ja, so ein bisschen. Aber es schauen noch weniger Leute Fernsehen. Schaust du noch Fernsehen? Mhm. Also gar nicht mehr? Kaum noch. Außer wenn ich hier bin beim Juli. Ja, ich habe auch keinen. Aber ich habe auch keinen Fernsehanschluss. Das war ja auch gestreamt. Das war also, über Telekom. Das ist auch das, was du meinst, oder? Ob du Fernsehen guckst oder streamst. Ja. Hatten wir es ja auch schon mal von. Ganz selten. Ich habe zwei Zürcher geschaut. Fasching? Ja, habe ich auch schon geschaut. Was? Ja, mit meinen Eltern zusammen. Wird das gestreamt? Das wird gestreamt, ja, von Bayern 3. Es geht ungefähr Bayern 3 ist doch ein Radiosender. Nicht Bayern 3, sondern Bayerischer Rundfunk. Bayerische Rundfunk, man kann zuhören, wie die Leute so anstoßen und so. Prost. Ja, ist lustig auf jeden Fall. Nee, war lustig. War über Streamer. Über BR.
Fasching, BR Stream. Hast du da Lieblinge hier beim Fasching? Ich finde die alten Häuser der Feuerwehrkapelle ganz cool. Die Feuerwehrkapelle? Da ist auch so ein so Oberpelter halt, das ist ganz lustig halt, mit Musik und eher Volksmusik und halt eben dazu halt lustige Sprüche. Das ist ganz cool, aber ich fand diesen Fahrzeug haben sehr schwach dieses Jahr. Es war sehr schwach und wirklich auch teilweise ein Niveau, wo ich sage, irgendwie, weiß nicht, fällt euch nichts Neues ein oder, ne, oder habt ihr gar keinen Bock gerade wirklich oder es war irgendwie komisch halt. Aber geht das nicht alles jetzt erst los, also mit dem Fasching und Faschingsbälle. Also Fasching ist natürlich schon länger, klar. Und ich muss aber auch dazu sagen, wahrscheinlich, wenn uns Leute zuhören, die nicht hier aus Franken sind, bei denen stellt sich jedes Mal irgendwas im Nacken auf, wenn wir Fasching sagen. Stimmt, ja, boah. Dann zucken die so, ah, fuck, jetzt hat er schon wieder Fasching gesagt. Das F-Wort gesagt. Fasching. Da haben wir auch einen schönen Spruch gerade vorhin geprägt, gerade eben, der hieß er, in Franken spielt der Fasching keine Rolle. Haben wir gerade so gesagt, ne? Vorher noch, vor Redaktionsschluss. Ja, vor Redaktionsschluss kam das noch rein, kurz, in Franken spielt. Das stimmt aber. Also wenig. Ich bin, kann man mal machen und so weiter, aber es wird auch eh dauernd irgendwie gefeiert und Na, vor allem hier in Bamberg, wir haben ja wirklich ein Fest nach dem anderen. Also ja. Es geht los mit dem Kerwas, dann kommt Bockbieranstiche, dann kommt Weihnachten, dann kommt Neujahr. Wir handeln uns echt hart von Fest zu Fest, ne? Ja. Stärker ein Trinken an Drei König. Und dann haben Leute zwischendrin auch noch Geburtstag. Also eigentlich, wir können gar nichts dafür, dass der Bierabsatz in Bamberg so hoch ist, weil wir haben immer was zu feiern. Das stimmt. Aber das ist ja gesunken, laut Umfrage habe ich gesunken in Deutschland. Bayern? Nee, der Bierumsatz. Also Bierverkauf wurde... Aber in Bayern bestimmt nicht. In Bayern, glaube ich. Aber letztens, wir hatten das... Das war wahrscheinlich in Dresden wahrscheinlich. Irgendjemand hat einen Kommentar dazu abgegeben, dass ja diese ganzen Craft-Bier oder sowas jetzt immer mehr im Kommen sind und dass sich das halt einfach verschiebt. Das boomt auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, das ist nicht der Fall, dass weniger getrunken wird, sondern dass einfach halt anders getrunken wird und das vielleicht da nicht... als Bier läuft, sondern unter irgendwas anderem. Mhm. Dass auch kein Reinheitsgebot erfüllen muss und so. Ja, bei Craft Beer, genau, das ist nochmal also ausgehebelt quasi, ne? Was ich deswegen, das klar, es wird weniger, aber es verschiebt sich eigentlich nur. Mhm. Ja, aber Craft Beer, das ist irgendwie nichts für mich. Ich habe da schon ein paar Sachen probiert und da gibt es ja wirklich auch Biersommeliere, die dann wirklich sagen, jetzt riechen sie am Bier und jetzt nehmen sie einen kleinen Schluck und nehmen sie auf die Zunge und so, schütten. Schütten und leben. Schütten und leben, ja. Du hast ja auch mit einer Biersommelier-Dame auch mal eine Doku gemacht. Genau, ja. Richtig? Also die hat auch selber hier den Bierfilm in Bamberg gemacht. Genau, das ist auch sehr gut. Aber ich muss sagen, ich finde, manche finde ich ganz gut. Zum Beispiel kenne ich, habe ich einen Kumpel, der ist aus Würzburg. Die machen da ihr eigenes Craftbeer. Die haben das als Uni-Projekt mal angefangen halt. Okay. Halt von vorn bis hinten, marketingtechnisch auch, das Ganze halt auch zu vermarkten und so weiter, aber dann eben auch abfüllen. Die haben, glaube ich, in Merkendorf hier bei uns abgefüllt. Okay. Brewdudes aus Würzburg. Da können wir mal hier ein Sponsoring machen, ne? Das wäre mal. Die Jungs sind nämlich cool und da kann man auch hier bei uns in Bamberg an der Kettenbrücke kaufen. Also, an der Bibliothek. In der Bibliothek, ja, gibt's ja. Die Brewdudes aus. Brewdudes. Aber wollen wir mal hinfahren, vielleicht? Nein. Vielleicht machen wir bei denen mal einen Podcast. Schöne Grüße an Dani, falls er das hört. Okay. Der hört bestimmt zu. Ja, hoffentlich. Einfach nur einen Link schicken. Apropos Dates, Singles, Mädels, Jungs. Apropos Tinder. George, der Meister der Überleitungen. Genau. Ich bin der Meister der Überleitungen. Wenn wir schon beim Thema sind. Genau. Ein Thema, was ja viele beschäftigt, oder was zumindest so eine riesen Zulauf hat, Absatz hat, überall zieht quasi Tinder LaVou. Glaubst du, das hat einen riesen Absatz? Also ich glaube, das ist einfach, sehr viele Leute nutzen einfach auch. Da wurde doch jetzt... ist es nicht so, ist es nur eine Illusion? Also ich kenne Freunde von mir teilweise, nutzen das echt exzessiv so. Ich sage, schon ein bisschen fast schon gesundheitsschädigend. Aber nee, also aber halt, ich finde es einfach krass so, dass man sich, ne, dass man dauernd so danach guckt, irgendwelche Matches und so weiter. Ich finde es irgendwie komischer, weil da so die Natürlichkeit, so man lernt jemanden an einem Abend irgendwo kennen, weggeht. Und das finde ich ist eigentlich so diese Mystik halt, die du hast, so wenn du am Abend weggehst und weißt nicht, dass du den kennenlernst, die Person, hat was so. Und dass du das online machst und dich halt dauernd anbietest, quasi so wie so ein, weißt du, so wie auf dem Trödelmarkt. Du bietest dich an. Ja, schon. Nee, also ich meine, das ganze Zeug basiert da drauf. Da kannst du keine normalen Fotos reinstellen. Nee. Sondern musst dann schon richtig, wie ein Produkt musst du dich da schön vermarkten. Da musst du dann die schönsten Bilder aussuchen. Mhm, genau. Und noch einen geilen Text schreiben und dir dann auch wirklich so ein kleines Stand-Up-Programm überlegen. Und musst super interessant sein. Genau, muss super interessant sein und muss super viel Geld haben oder was ich was alles. Phil, hast du das schon mal gemacht, weil du das so... Ja, ja. Echt? Ich hab das noch nie gemacht, keine Ahnung. Echt? Also Tinder oder LaVou? Nee, weißt du, das Tinder auch nicht, aber LaVou habe ich schon mal installiert. Aha. Weil ich habe eine Freundin in Nürnberg, die hat gemeint, das macht echt Spaß, ist total cool. Und dann hat mir meine Schwester irgendwann zu Weihnachten oder sowas auf dem Handy LaVou installiert. Okay. Das ist aber auch so, weil der Fall so alt ist, kann er keine Apps mehr installieren. Das hat er... oh,
ich bin heute eingestiegen. Das tut mir leid. In eurem Bett. George ist raus. Die Redaktion hat nur mit mir gesprochen, von daher ist es okay, wenn du beide machst. Ja, okay. Das wurde nur mir nahegelegt, ruhig zu sein, deswegen bin ich auch ruhig. Nee, aber ich habe das... Also die hat da Spaß dran. Also ich glaube, als Frau hast du es auch um einiges leichter auf Tinder oder Lavoo. Und die sagt, eine gute Taktik, eine gute Strategie ist es dann, wenn du jemanden kennenlernst oder sowas, mit dem einfach eine Runde zu laufen. Weil ja, du spazieren kannst, also spazieren zu gehen, voll gut, ja. Weil du in Bewegung bist, weil du dich die ganze Zeit bewegst. Und genau, im Gespräch bleibst und nicht hinsetzen und irgendwie so gestarr irgendwie wo sitzen. Mhm. Ich mache meine meisten Dienstgespräche, wenn ich auf der Arbeit bin, auch so mit Jugendlichen, auch lieber im Spazieren so. Und wenn es nicht passt, sagt sie, dann haut sie einfach ab. Ja, okay. Oder sagt, boah, ey, ich habe jetzt noch was zu tun oder irgendwas und du hast nicht diese Awkward-Situation am Ende mit Zahlen, wer zahlt was, wenn du in den Café sitzt. Du bist nicht direkt bei irgendjemand zu Hause und... Schon sinnvoll, das stimmt schon, ja. Aber das, was du jetzt gemeint hast, Phil, dieses sich präsentieren, ja. Das hat doch auch eine gewisse Unnatürlichkeit, oder? Ja, ultra. Also, dass du halt einfach irgendwelche super bearbeiteten Bilder da reinstellst und dann dir irgendwelche abgefreakten Hobbys aus der Nase ziehst, die du vielleicht einmal im Fernsehen gesehen hast und keine Ahnung. Schon komisch, ne? Also, es ist doch, finde ich halt auch überhaupt bei Facebook und so und oder Instagram. Nee, das fand ich auch nicht so cool. Ich hab dann auch Bilder von mir reingetan, wo ich dann einfach ein dreckiges Hemd anhab oder irgendwas. Echt? Nein. Um mal zu testen, wer dann doch trotzdem schreibt. Ich glaube, als Junge hast du da keine Chance. Da. Oder wenn du ein paar Zähne anmalst, schwarz und ein paar Zahnlücken und so. Das ist schon bestimmt ganz cool. Schlagring in der Hand. So diese typische Story, du bist eigentlich Milliardär, willst aber, dass sie dich mag, weil du so ein cooler Typ bist. Und das ist genau dasselbe mit Tinder. Ich glaube, das mache ich mal als Selbstversuch, einfach so ein ultra ranziges Bild einfach da reingesetzt. Und dann, ich glaube, wenn du es ins Extreme treibst, dass du wirklich einen pinken Anzug anziehst oder sowas, dann funktioniert das schon wieder. Dann ist es eine geile Anmache. Aber ich glaube, wir starten mal einen Selbstversuch. Da muss ich mal Mike weit weghalten, wenn ich so lachen muss und der Film mich so lachen bringt. Voll gut, ey. Aber ihr seht schon, wir sind gut drauf, trotz dieses harten Wochenendes und der harten Woche. Ja. Naja, meine Kollegen waren fast 2 Wochen nicht da, so summa summarum. Deswegen war ein bisschen mehr so zu tun, aber alles gut. Und ja, wie gesagt, das SaaS-Festival noch irgendwas im Boden gestampft, aber trotzdem sind wir immer noch on point. Und das ist cool dabei, dass wir uns immer trotzdem unseren Faden selber suchen und finden. Und dass wir uns halt vor allem aber auch treffen. Ne? Natürlich. Es ist wieder mal Sonntag halt, ne? Mhm. Es ist der 4. Sonntag in Folge, wo wir es schaffen. Glaubst du, das verwirrt Leute, wenn sie dann am Dienstag den Podcast hören und George redet die ganze Zeit von Sonntag? Ich finde es okay, ja. Ich finde es auch okay. Die Leute sollen merken, dass wir uns verbindlich Sonntag treffen und dann brauchen wir halt 2 Tage, bis es fertig geschnitten ist. Ja, aber Phil ist aber auch ultra schnell immer. Phil macht das super. Ich bin auf der Arbeit und freue mich immer, ach cool, der Podcast kommt. Eine Stunde Pause, geil. Eine Stunde Pause, wir machen mal gar nichts jetzt. Hörst du den nochmal an oder was, George? Hörst du das? Ich höre da schon immer rein, was da kommt. Ne? Okay. Ist klar, ne? Ja, ich hab's auch angehört, weil sonst wüsste ich nicht, dass du beim letzten Mal einfach diesen Barber-Experience damit reingeschnitten hast. Genau. Sau verrückt. Das war crazy. Ne? Und ich hab's zufällig sogar mit Kopfhörern gehört und hatte die totale Barber-Experience. Ist schon cool, gell? Ich dachte mir, ihr geht eh nie auf YouTube. Und bevor hier alle meine Tipps verpuffen, schneide ich es einfach direkt rein. Stimmt. Schon cool. Ja, aber da sind wir uns einig, dass wir kurz zum Thema von vorne noch hier, Tinder Lavu ist eine Erscheinung der Zeit. War früher auch, ich meine allein, dass du eigentlich mit jedem auf der Welt Kontakt haben kannst. Innerhalb von Sekunden. Ne? Mhm. Früher hast du halt Kontakt gehabt zu der Person, maximal, Bamberg-Gaustadt. Ne? Oder Gaustadt-Bischberg, wenn ich Glück hatte, wenn die Oma noch in Bischberg war und der Opa in Gaustadt oder so ungefähr, waren geschieden, dann hast du gewusst, okay, triffst beide regelmäßig. Ne? Hast versucht, immer anzurufen, früher gab es Telefonkarten noch, du hast ganz andere Möglichkeiten gehabt. Und heutzutage kannst du innerhalb von Sekunden quasi dich jedem quasi präsentieren, wie du willst halt. Ja, wobei meine Eltern haben sich auch über ganz Deutschland verteilt kennengelernt. Die eine ganz oben und mein Vater kommt hier aus Bamberg. Aber durch persönliche Kontakte, ja, durch immer dort gewesen irgendwie, oder? Ja. Ja, aber nicht über so eine App, so, weißt du, da warst du, die waren halt unterwegs dafür, die haben was gemacht dafür. Haben wir in den ersten Sendungen gehabt, so dieses Prinzip, du musst was dafür machen, dass was passiert. Und darfst du nicht alles nach Hause liefern lassen, so schön portioniert quasi, so dieses, da hast du noch den Typen zum Auswählen, dann auch die Frau zum Auswählen, dann auch das, alles schön klein gemacht, so dass genau für dich passt, so genau zugeschnitten auf deinen Gusto. Hm. Das finde ich schwierig halt trotzdem. Und, ja. Ich muss auch, eine Kommilitonin von mir hat ihren Freund darüber kennengelernt, aber die hat das keinem erzählt, dass es so war. Oh, war also das unangenehm oder was? Ja, vielleicht. Also das, was ist das sowas? Kann man das dann seinen Kindern als Love Story verkaufen irgendwann mal so? Hey, guck mal. Schwierig. Da an dem und dem Tag haben wir uns kennengelernt. Ich war gerade auf Tinder, auf Klo gesessen auf Tinder und dann haben wir nach rechts geswiped und dann haben wir uns da gematcht oder sowas. Also irgendwie
Das ist doch keine Love Story, oder? Ich glaube, die Kinder heutzutage würden es feiern und würden sagen YOLO oder irgendwas. Was sagen Kinder heutzutage? Oder Swag, du hast einen Swag, Papa. Du hast einen Swag, Papa. Oder du hast schön gedappt. Swazy. Irgendwas würden sie sagen. Sagte er und dappte dabei gleichzeitig. Genau. Spiel-Action. Juhu. Juhu. Genau. Keine Ahnung. Ich finde, nein, ich finde es nicht romantisch. Ganz ehrlich. Ich finde es romantisch, wenn man sich irgendwo kennenlernt, in einem coolen Kontext, bei einer coolen Feier, auf einem coolen Konzert. Das, da kann man sich gut kennenlernen. Auf Konzerten kann man generell gerade viele Leute kennenlernen, finde ich so. Weißt du, was cool du kennen, ne? Findest du? Ich finde es einfach so laut und trotzdem schwierig auf Konzerten. Im Backstage-Raum kannst du immer jemanden kennenlernen, eigentlich. Ne? Tendenziell. Ich finde es gut, dass man das sagen kann, dass man auf Konzert gut Leute kennenlernt, weil die Leute sind ja wegen derselben Sache da. Du hast ja schon mal was, worüber du da quatschen kannst. Genau, das ist ein gemeinsamer Punkt halt. Genau, also und du bist in Bewegung. Du bist in Bewegung, ja. George, ist die Bewegung immer ganz wichtig beim Leute kennenlernen. Ja, natürlich. Da muss irgendwas, weißt du, diese Bewegung steht für Fortschritt. Vielleicht. Und da muss was vorangehen in dieser Beziehung. Du musst wachsen. Ey, ich sehe schon, ein tiefe Gedanken hier. Tiefe aber Gedanken. Ich komme nicht an George ran mit seinem. Nein, das wird schon noch alles. Das schafft es nicht in den Sprüchekalender. Na, du hast schon auch, du machst schon einen guten Beitrag auf jeden Fall. Danke. Aber du steigerst dich. Danke, danke. Das wird vom Mal zu Mal. Er war stets bemüht. Ja. Er war stets, das ist so eine 5, ne? Im Zeugnis. Das ist ein hartes Ding, aber wenn du überlegst, was das für eine Fake-Sprache ist bei Lehrern, kurzer Themenschwung, was die in ihr Zeugnis reinschreiben und du weißt, eigentlich hört sich voll gut an, aber eigentlich ist voll schlecht gemeint von denen. Mhm. Früher gab es echt harte Bewertungen halt so. Ich habe echt viele Lehrer erlebt, wo ich sage, unterste Schublade. Und dann habe ich Lehrer erlebt, wo ich sage, tipptopp, ne? Also ich war damals Domschule gewesen, ist auch so ein Thema, Schule haben wir auch aufgeschrieben, letzter Zettel. Ey, ich habe da Lehrer erlebt, wo ich sage, Alter, wie durften die Lehrer werden, ne? Mhm. Also richtige Menschenfeinde, wo ich sage, alter Schwede, ne, sind wir froh, dass wir noch so geworden sind. Und dann hast du so sozial kompetent. Wenn wir einmal aber so einen dummen Witz um die Ohren hauen, ist echt noch wenig im Verhältnis, was früher gesagt wurde. Im Gegensatz, was die Lehrer so ins Zeugnis reinschreiben. Ja, auch das ist halt, ne? Nicht im Vergleich zu dem, was wir uns hier um die Ohren hauen. Gut, aber ich muss auch sagen, dass du heutzutage, wenn du als Lehrer irgendwie zu den Schülern nicht so das komplett perfekte Verhältnis hast, dass sie dich ja dann auch überhaupt nicht ernst nehmen. Ja. Beziehungsweise, wenn du irgendwie mal halt dir doch einen Spruch raushaust, weil die dich halt auch irgendwie abfacken oder sowas, dann rennen die sofort zu ihren Eltern und ja, was willst du machen halt, ne? Dann musst du zum Direktor, wie als würde dich deine Mom irgendwie anfacken. Die Lehrer sind gerade schuld dran oder werden dafür verantwortlich gemacht, wenn die Kinder schlechte Noten schreiben oder wenn die Kinder einfach nur Kacke sind. Hm. Ich glaube ja schon, die geben viel Verantwortung ab, so halt. Also du musst halt dein Kind auch im Griff haben, sag ich mal so, dass du sagst, na, es ist einmal die Schule und sie haben einen gewissen Bildungsauftrag und der Erziehungsauftrag ist einfach auch zum Großteil daheim. Trotzdem müssen Lehrer auch pädagogisch fit sein und müssen quasi schwierige Situationen erkennen können in meinen Augen und dementsprechend handeln und auch dementsprechend die Kinder behandeln auch. Hm. Finde ich wichtig. Also da kann auch viel schief gehen halt so. Aber der Erziehungsauftrag wird, finde ich, auch zu viel vielleicht schon an Schulen abgegeben, so vom Gefühl her. Und das ist auch nicht gut. Also da muss man auch die Lehrer wieder ein bisschen unterstützen und sagen, okay, da habt ihr einen Pluspunkt. Aber in Sachen Pädagogik. Was warst du für ein Kind in der Schule? Puh, ich war ein sehr aktives Kind, sehr lebendig, oft aufgestanden, viel getanzt. Im Unterricht? Im Unterricht auch, ja. Andere abgelenkt. Waldorfschule? Nee, nicht Waldorfschule, leider nicht. Meine Mutter hat es letztens bereut. Ja. Meine Mutter hat bereut, die wollte mir in die Montessori-Schule immer schicken, hat es aber nicht gemacht. Das nehme ich ja heute noch übel. Echt? Nein, nicht wirklich, aber ich hätte es gern gemacht, so, weil ich einfach so von es werden ja nur verschiedene Intelligenzen gefördert. Und wir wissen ja alle aus der Pädagogik, dass es verschiedene Intelligenzen gibt und dass nicht alle Intelligenzen in der Schule gleichmäßig gefördert werden. Also manche Intelligenzen verkümmern einfach, weil sie einfach in der Schule keinen Platz finden. Ja, weil es auch nicht richtig gefördert werden, wie du sagst. Ja, am schlimmsten an der Schule finde ich dann, dass nicht gelernt wird, wie hast du einen Stoff verinnerlicht, wie gut kannst du ihn, sondern eher, wie gut kannst du auswendig lernen. Ich hatte einen in der Klasse damals, der hat gesagt, boah, ich habe noch überhaupt nichts gelernt, morgen ist Schulaufgabe, aber ich schaue mir die Sachen kurz an und dann habe ich das drin. Hat immer gute Noten gehabt, weil er einfach gut auswendig lernen konnte, aber das null verinnerlicht hat. Ja, der konnte halt abspulen quasi. Du meinst, du müsstest sozusagen Stoff vermitteln? Und dann aber anhand von irgendwelchen Beispielen, also diese Transferaufgaben, hat man so genannt, ne? Ja, Transferaufgaben. Mhm. Also mehr in dieses Umdenken müssen wir reinkommen, oder was? Und nicht einfach nur auskotzen, so, ja, beschreibe das, sondern beschreibe das anhand von bla 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 bla. Genau, oder halt nochmal umgestellt. Teilweise werden ja wirklich dann Sätze 1:1, wie sie auf dem Arbeitsplatz stehen oder im Heft stehen, nochmal so abgefragt. Und das hat nichts damit zu tun, ob du es gecheckt hast oder nicht. Ja, das stimmt, ja. Das ist schon ein bisschen einspurig. Ich hab mal eine Prüfung damals gemacht, eine mündliche Prüfung zur Realschule oder Mittelreife. Und wir hatten echt einen Geschichtscrack dabei gehabt. Der heute noch ein bisschen Kontakt zu ab und zu mal. Und der konnte alles. Mhm. Und in der mündlichen Prüfung hat er alles gewusst
und hat sich ein bisschen falsch verhalten den Prüfern gegenüber, so ein bisschen überheblich in Anführungszeichen. Und dann haben sie zu ihm gesagt, tut mir leid, sie bekommen nur eine 2, weil sie wussten zu viel. Was? Also hart gedisst richtig, obwohl er eine 1 verdient. Jetzt nochmal in die schriftliche Nachprüfung, haben sie ihm wieder eine 2 gegeben. Siehst du, was das für eine miese Machtausübung ist quasi von manchen Lehrern, die dann den Schüler drücken oder sagen, du bist mir zu selbstsicher, das mache ich mal schön kaputt. Ne? Gleiches der wie vorhin, ne? Mach mal schön kaputt und mach was Neues draus. Aber das hat er sich gemerkt halt so, das würde ich mir auch immer merken, solche Erlebnisse. Also. Ich würde gerne noch wissen, was Phil für ein Kind in der Schule war. Das würde ich auch gerne wissen. Ich? Na, ein vorbildliches Kind natürlich. Ja. Jetzt weiß ich alles. Erzähl mal. Was sind deine liebste Story aus der Schulzeit überhaupt? Eine Geschichte, die ich immer ganz gerne erzähle, was auch mit Willkür zu tun hat. Ja. Und mein Nachbar hat mal neben mir gepfurzt, so richtig ordentlich, hat er richtig entfahren lassen. Und ich habe mich dann drüber aufgeregt, habe gesagt, boah, fuck, hier stinkt's wie Hölle. Hab halt rumgeschrien. Und dafür habe ich dann eine Mitteilung bekommen. Was? Was für eine miese Ungerechtigkeit. Das ist echt ungerecht halt. Wir hatten mal einen, der ist immer vor die Tür extra raus, hat einmal einen ziehen lassen, kam wieder rein. Ernsthaft, ja? Hast du mal einen Verweis bekommen? Ja, ich habe einen Verweis bekommen für Einsagen. Ich habe bei in der siebten Klasse habe ich jemandem das Wort Zucker auf Englisch vorgesagt. Ich gesagt, Sugar! Sugar! Und dann Lehrer so, nur 6, und Verweis. Oh, ja, genau. Und gedappt. Am nächsten Tag, genau, und voll weggedappt. Und am nächsten Tag meine Mutter gleich in die Sprechstunde rein. Hat richtig Rabatz gemacht, ne? Meine Mutter so löwenmuttermäßig unterwegs gewesen, hat immer ihre Kinder geschützt von allem. Und das hat sie schon gut gemacht. Da war sie immer echt präsent. Und ich habe danach natürlich über die Arschkarte gehabt bei den Lehrern. Weil es klar, wenn die Mutter zu oft reingeht und Stress macht, dann ist auch nicht gut. Ja. Das mögen Lehrer auch nicht. Die Helikoptereltern dann. Ja. Helikoptereltern? Was sind denn Helikoptereltern? Kennst du? Ja. Kennst du nicht. Die zu arg drauf schauen. Die schweben über ihren Kindern und sind sozusagen total dahinter, dass sie. Also die machen sozusagen alles für ihre Kinder. Mhm. Und das ist sozusagen der Lebensinhalt. Super schlecht. Und auch so Sachen wie halt, die packen ihrem Kind den ganzen Tag voll, weil das Kind muss nicht nur in die Schule gehen und zum Fußballtraining, sondern das Kind muss auch noch ein Instrument lernen, das Kind muss sich dann irgendwelchen Pfadfindergruppen beteiligen und so weiter. Viel zu viel. Und die, wie als würde der Stundenplan gar nicht aufhören an deinem Tag. Aber das wird ja auch immer krasser. Also die Kinder, was die heutzutage leisten müssen oder was die, wo die alles reingedrückt werden, die sind ja voll gebombt mit allem Möglichen. Das fällt den Leuten ein. Im Kindergarten soll es ja jetzt schon Englisch gelernt werden. Das ist zu viel. Damit sie multilingual aufwachsen mit zwei Sprachen. Das ist too much einfach halt. Wenn sie spielerisch lernen und von sich aus das wollen, ist es cool. Ja. Aber wenn sie so müssen, weißt du, die Zwänge halt. So, ich habe mal bei meinem Sohn als Beispiel nur so, der wird 9 und der macht Kampfsport und ein bisschen Musikkarussell in der Musikschule. Reicht völlig. Mit der Schule hat genug zu tun. Das passt so. Also ich würde ihm nie mehr aufdrücken oder so. Und wenn ich merke, er möchte was gar nicht machen, dann muss er nicht machen. Und wenn er von sich aus was macht, er macht einen Sternsinger, ne? Sternsinger kennen wir auch alle, macht der nächste erst mal mit, hat er von sich aus gesagt. Ja. Ich würde nie sagen, du musst mitmachen. Ich habe es mal gezeigt, wie es ausschaut, was da gemacht wird. Aber was den Kindern da teilweise aufgedrückt wird, also auch in der Schule, ich glaube, es gibt so viele sinnlose Sachen. Ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal eine Sinuskurve berechnet habe oder sowas, weil ich das letzte Mal gebraucht habe. Aber Versicherungen oder irgend sowas. Also ich fände es viel interessanter, wenn du da so ein bisschen aufgeklärt wirst über Versicherungen oder über... Lebenspraktische Dinge, wirklich. Die wichtig sind. Wenn du da einen Vertreter gegenüber sitzt, der kaut dir da ein Ohr ab und sagt, hier dies und das und jedes und das, keine Ahnung, weil er 50 Fremdwörter benutzt. Und verkauft dir irgendeinen Scheiß. Ja. Und am Ende hast du einen Vertrag, der 2 Jahre hält, mit schlechten Konditionen. Ja. Das ist wichtig halt so. Ich habe mal von einem Friseur gehört, der mir erzählt, die haben in der Hauptschule haben die gelernt, wie sie mit dem Zug irgendwo hinfahren. Der Lehrer ist mit ihnen in der Hauptschule zum Bahnhof, hat ihnen gezeigt, wie man von wo nach wo kommt, welches Ticket man löst. Lebenspraktische Aufgaben, super wichtig. Wie kauft man Bier? Ne? Kauft man Bier? Wie genießt man sein Feierabendbierchen? So. Mit den Jungs. So machen wir das. Mit Prost. Ich komme jetzt nicht. Genau, Fernbrust. Du bleibst da genau. Auf deiner Karte. Ja, wir machen es locker easy. So wie immer. Ja. Genau. Heute eine etwas ruhigere Folge. Ja, ich finde die auch gut. Alle noch ein bisschen im Delirium von gestern. Ich hatte gerade den Gedanken, dass wir gerade ein bisschen am Gatzen sind. Gatzen, kennst du? Ja, klar. Ja? Also alle so wissen, das ist schlecht. Und das ist am Lächeln, ne? Und Lavu ist schlecht. Und die Welt ist schlecht. Die Welt ist schlecht. Und Lehrer sind schlecht. Und Schule ist schlecht. Und Eltern sind auch schlecht. Und wir sind auch schlecht. Nein, aber wir bringen ja konstruktive bei. Also wir sagen ja noch, wie man es besser machen kann. Wir relativieren es ja auch immer wieder. Ich hätte Lehrer auch einmal einen Schritt genommen, Lehrer. Welt retten, meinst du? Die Welt retten, ja. Haben wir Vorschläge gebracht, das Bildungssystem zu revolutionieren, oder haben wir nur drüber gelästert? Revolutionieren, dadurch, wir haben einen Vorschlag gebracht,
lebenspraktische Inhalte mehr in den Schulalltag einzubauen. Ah, ja. Also Angela Merkel, solltest du das auch hören? Solltest du das auch hören? Wir laden dich hiermit offiziell in unsere Sendung ein. Ja, unser erster Gast nächste Woche am Start. Du musst Bier mitbringen übrigens. Auf jeden Fall bitte kein Berliner Bier, ne, da oben. Ne, okay. Richtiges Bier, sondern du kannst gerne, wenn du über Nürnberg, über die A9 kommst, kannst gerne in Nürnberg vorbeifahren und ein paar Bier mitbringen aus Nürnberg. Du darfst nicht solche lustigen Sachen erzählen, wenn ich gerade was trinken will. Tut mir leid, wo ich nicht gesehen dass du was trinkst. Ich finde aber, sie sollte dann auch über Straßgieg fahren halt. Ne? Ja, und beim Giecherbeck ein bisschen was vorbeibringen. Da kommt die Mutti kommt zum Giecherbeck. Kommt der, wenn er von der A9 runterfährt, ne? Genau. Kannst du schön über A70 weiterfahren. Soll sie kurz halt mal einen Abstecher machen und dann... Finde ich richtig. Erstmal zum Giecherbeck, aber ich hätte gerne Case of Case. Case of Case, Alter. Geil. Zwei, bitte. Ja, jetzt haben wir vorhin gar nicht hier Faschingskostüme. Ne? Wir haben Fasching besprochen, der Fasching kommt. Nächste Woche ist Fasching. Für die Schüler interessant deswegen, weil wieder Ferien. Ne? Ja. Eine Woche nichts tun, Rosenmontagsball. Gesehen? Nö. Oh. Nö. Wolltest du hingehen? Ja. Hier in Bamberg? Da ist ja genau. Da ist in ja die Konzerthalle? Ziegelbau, nebenan ist das. Ziegelbau, das ist ja von Rotkreuz, ne? Genau. Der Rotkreuz-Faschingsball. Da ist ja dieses Jahr das Motto Olympia, höher, schneller, weiter. Und dann... Machst du Herkules? Herkules? Ja, das ist die Frage, ne? Entweder du machst... Also es sind natürlich die Olympischen Spiele, die starten jetzt auch wieder am Freitag übrigens. Ah, die Olympischen Winterspiele stimmt, starten. Richtig, ja. Und deswegen, weil das Thema ist von dem Rosenmontagsball, habe ich mir mal angeguckt, was denn aktuell die olympischen Disziplinen sind, die es da so gibt. Wie da werden? Ich glaube, ziemlich cool halt, weil es auch neue Sportarten sind BMX und Skaten. Echt? Ja, Skateboardfahren. Wir haben eine Olympionikin hier aus dem Landkreis, gell? Die Gold geholt hat vor ein paar Jahren. Mit dem, BMXerin? Ja. Ich glaube, die kommt aus Erlangen. Oder ich weiß nicht, eine Gold oder irgendeine Medaille hat sie, glaube ich, auf jeden Fall geholt. Ja. Erlangen, genau. Ja, also man muss aber auch sagen, hier, ne, ein bisschen auf die Schulter klopfen können wir uns schon halt dafür, dass wir... Ja, wir haben wir zwar nichts gemacht, aber wir kommen mal das vor. Ja, wie beim Fußball, gell? Ja, Deutschland, geil. Ja, genau. Ja, schon mit Film schon einige coole Sachen gemacht und SNS-Festival. Ist das nix? Ja, nur weil es nicht in aller Munde ist, heißt nicht, dass es gut ist. Das muss man immer dazu sagen. Was hast du gerade gesagt? Nur weil es nicht in aller Munde ist, heißt es nicht, dass es gut ist? Ja, nee, heißt nicht, dass es schlecht ist schon. So. Tut mir leid. Ich wollte damit sagen, eigentlich, auch kleine Festivals können viel bewirken halt und bringen Bands hervor, die auch deutschlandweit unterwegs sind. Mhm. Ganz ehrlich, La Confianza, Deutschland war auf Tour gewesen, hat zuerst bei SNS gespielt. Waste hat Emergenza gespielt, hat auch auf diesem krassen Festival, wo ist es, in Bulgarien oder Ungarn oder Rumänien? Siget gespielt. Siget Soul Jam hat auch da angefangen und nächstes Jahr auf Rock im Park. Vielleicht. Wer weiß. Ja, aber das ist doch cool, wenn du siehst, dass ein eigenes Festival Bands, die mit Zukunft da waren, halt, das einfach gepusht hat. Ja, deswegen finde ich es auch cool, dass eben, wie gesagt, so Skateboard oder der BMX und so weiter olympisch ist. Und dann, was gab es noch, Leute, so Zeugs? Drei verschiedene Dressurreiten, Wettbewerbe, ich weiß nicht. Wo dann da so viele Pferde gibt es gar nicht. So viele Pferde gibt es gar nicht auf der Welt. Ja. Und dann dieses Skeleton und Rodeln. Okay. Weißt du, Skeleton ist das, wo du mit dem Kopf nach vorne die Eisbahn runterfährst und Rodeln ist, wo du mit dem Kopf nach hinten da liegst. Boah, ist ja übel, ey. Ist die Frage... Was ist besser? Warum? Ne? Warum glaubst du, die Leute haben sich gedacht? Das ist gefährlicher. Ja, die Leute haben gerodelt und waren da so draufgelegen und haben sich dann nach oben geguckt und dachten sich so, scheiße, ich sehe nichts, ich drehe mich mal um. Oder ich sehe nichts. Die ersten unten in die Bande gekracht und haben gemerkt, das ist doch nicht so clever, mit dem Kopf voraus runterzufahren. Oder haben sich die Leute vielleicht gedacht, oder die waren vielleicht mega kacke beim Rodeln und haben gedacht, ja, ich mache meine eigene Sportart auf, ich lege mich mit dem Kopf nach vorne dahin, dann ist meine eigene Sportart. Was denkst du, ist wahrscheinlicher? Dass den Leuten langweilig war oder dass sie schlecht waren im Rodeln? Ich glaube, dass es langweilig war. Phil, was denkst du? Naja, solange nicht der Wok olympisch wird, ist alles okay. Das stimmt, aber das war eine diplomatische Antwort gewesen. Grandios. Aber schaust du es an, bist du ja Olympionike? Oder also was gehst du auf Fasching? Weil das eigentliche Thema war Fasching gerade. Das Thema, ja, da bin ich noch nicht so drin. Also ich meine, ich habe mir überlegt... Also Odysseus? Klassisch. Ja, eben, ne, entweder ich kann auch sagen, so ja, ich mache die Olympischen Spiele von vor... 1000 Jahren oder was und gehe halt einfach so in der Toga oder sowas. Ja. Aber ich glaube, das wäre Thema verfehlt. Okay. Das können wir als Römer interpretieren. Aber jetzt überlege ich mir noch. Ja, klassisch halt irgendwie als Fußballer und so weiter, aber. Pff. Ich gehe am meisten als Marvel-Figuren, haben wir letztes Mal schon gehabt. Viele gehen als Marvel-Figuren. Aber wenn du als Marvel-Figur auf den Rosenmontagsball gehst mit dem Thema Olympische Spiele, ich weiß nicht. Ich gleich raus, ne? Also, wenn ich zum Beispiel als Deadpool komme, ne? Als Deadpool. Mein Sohn will seit Jahren Deadpool machen, halt. Hat er Deadpool gesehen? Der ist doch so brutal. Naja, gut, er hat
einige Ausschnitte gesehen. Oh, aber die jugendfreien Ausschnitte. Muss ich ganz klar sagen, er liebt Deadpool. Er kennt die Figuren, er kennt die Comics ein bisschen, aber er darf nicht alles sehen, ganz klar. Da habe ich auch ganz klar diesen Uncensored-Modus oder wie sagt man so, schön den George-Cut. Den George-Cut quasi reingebaut. Dauert auch nur 10 Minuten Deadpool, der Film. Er kennt Deadpool, er mag ihn auch. Geht von euch jemand auf Fasching? Nee. Also da haben wir schon wieder den Fasching, nee. Den... Oh. Fasching spielt in Franken keine Rolle. Karneval, nee. Ja, echt nicht, keiner von euch. Mein Sohn halt, die gehen auf Fasching. Nee, ich flüchte halt. Wahrscheinlich nächste Woche, glaube ich. Auf Faschingszug? Wohin geht's, Phil? Verwandtschaft. Auf die Kanaren? Auf die Kanaren, ja. Bisschen Hawaii. Ja, wie auf Faschingszug, Bamberg und so? Ja, hier am Dienstag, ne? Mhm. Ja, da werde ich mit, wenn die schmeißen, werde ich was sammeln halt. Und das hier habe ich dann? Gefangen, hier, das Halsband. Ich verkleide mich nicht, ne. Ich gehe zivil. Oder mit Hut vielleicht als Humphrey Bogart oder sowas. Als Geheimagent. Geheimagent. Das ganze Jahr schon überverkleidet als Rapper, von daher. Genau. Okay. Oh, vielen Dank, Phil. Wir kommen einmal zurück auf diese, ne, auf diese kurze kleine. Also sollte dieser Podcast irgendwann ganz plötzlich einfach aufhören, dann könnte es daran liegen, dass. Schlägerei. Genau. Fliegt der Podcast aus dem Fenster. Potenzial ist da. Spaß, können wir schneiden. Schnitt, alles gut. Einfach laufen lassen, zum letzten Mal, wo das Bier verschüttet wurde. Einfach laufen lassen. Tag läuft weiter. Wo waren wir gerade? Das ist doch. Hä? Wo waren wir gerade? Fasching. Ja, aber das. Gucken wir mal, wie Fasching dann war. Können wir uns dann auch drüber unterhalten, ob wir irgendwelche verrückten Sachen auf Fasching, wir sagen noch ein paar Mal Fasching für Leute, die nicht von Fasching, kommen. Fasching. Geil, auf Fasching, so geil. Ich glaube, jetzt haben wir langsam alle verkrault. Geht ihr auch auf dem Fasching? Das ist die Frage, und welcher ist der beste Fasching? Oder geht ihr auch auf den Keller? Fasching ist nur einmal im Jahr. Genau, Fasching ist nur einmal im Jahr, zum Glück. Zum Glück, ja. In diesem Sinne. Ja, Bier ist leer, oder? Feierabendbierchen. Ja, Feierabendbierchen vorbei. Sehr gut geschmeckt. Schön. Hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Also, bis nächstes. Euch und den Leuten, die uns vielleicht zuhören. Diesmal eine etwas ruhigere Folge. Wir haben nicht so viel, nicht aber, so klamaukig, aber. Aber eine sehr kritische Folge. Fand ich gut. War gut. Aber sehr gut gefallen. Also dann, in diesem Sinne. Abklappen. Abklappen. Und Servus. Prost. Ciao.